Nun melden wir uns wieder erneut hier vom Bergmann Straßenfest, das ja an diesem Wochenende stattfindet. Und ja, Volkmar und ich haben heute hier einige Zeit verbracht. Ich muss sagen, es hat uns sehr gut gefallen, dieses neue Bergmann Straßenfest in der Kreuzbergstraße, das ja stattfindet in der Kreuzbergstraße, dieses Wochenende. Wie gesagt, heute noch bis 22 Uhr und morgen könnt ihr dann herkommen von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag dann von 11 bis 20 Uhr. Sonntag also nur bis 20 Uhr, heißt also früh aufstehen und die tolle Musik, die Künstler und die Atmosphäre ja mitnehmen. Volkmar, wie hat es dir denn gefallen? Sehr gut. Es ist ja schließlich auch das 25. Bergmannstraßenfest und wohl erstmals heute in der Kreuzbergstraße, nah am Kreuzberg, dem einzigen wohl, glaube ich, Weinberg in Berlin, wo auch Wein angebaut und von Kreuzberger Stadtbezirk verkauft wird. Und viele haben uns gesagt, der Kreuzberg an der Kreuzbergstraße, eine gute Location vielleicht für die nächste, für das nächste Bergmannstraßenfest. Genau. Und damit ihr mal seht, was hier sonst noch so los ist, gehen wir mal jetzt bergabschüssig sozusagen. Die Aufnahme hier, also es hat sich Punkt Schlag 16 Uhr schon ganz gut gefüllt und es sind die Leute auf den Bänken und lauschen der Musik. Jetzt ist gerade keine Musik, aber es ist sehr gut besucht für den Freitagabend, schön entspannt. Das Wetter macht ja auch mit und ja, kann man einfach sagen, uns gefällt es hier sehr gut und eigentlich soll das unsere Abschlussmoderation hier sein. Schauen wir mal, ob wir uns vielleicht noch mal melden. Aber ich würde sagen, fürs Erste soll es das erstmal gewesen sein. Und wenn wir uns noch mal melden, ja, dann ist das so. Ansonsten, wie gesagt, es hat uns gut gefallen. Und wir können sagen, kommt her,